Die lange Lesenacht, es dunkelt im Geiste, geistern Dämmerungen in gedämmte Häuser. Oh, Stecke! Anstecken tun wir die Rettungsunterkünfte unserer wertfreien Hilflosigkeit. Es ist armselig, wie viel Seele erkannt und bekannt wird. Wieso hat der deutsche Staatsbürger immer so viel Angst und ist trotzdem so arrogant und überheblich? Ist das nicht meine eigene Überheblichkeit? Über Hitler wurde im Ausland auch viel gelacht und Karikaturen gemacht und sich erhoben über die Ängste der Deutschen. Angst ist aber eine Urstrategie der Evolution. Denn Leben ist es wert, in einer seelischen, liebenvollen Art lang gelebt zu werden. Lang wie die lange lesende Nacht in dieser Nacht. In uns könnte das Mitgefühl reifen. Es muss nur gepflegt werden. Wer pflegt denn eigentlich das Gefühl? Ungute Gefühle werden im Streit, in der Aggression gepflegt. Gute im Singen, im sich beschäftigen mit schönen Dingen. Gefühle werden in den Medien missbraucht. Sie verbrauchen sich und es bleibt oft nur ein Rest übrig. Ein Rest unserer freien Zeit, eine Restzeit lange Nacht. Und dann muss ich mir auch noch diesen einfallslosen, losgequackelten Tataplapp anhören. Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt. Und die Zeit trifft sich wieder in der Vergangenheit, wird ganz Gegenwart. Was bleibt, ist das Glück. Wenn wir schon längst gegangen sind, sind es Steine, die Meere, die Sterne. Anstecken, entzünden, ah, stecke das Aselanderhaus, denn er gibt mir Geld und da vorne die Ampel, die ist kaputt. Aber nein, bei uns ist doch keine Ampel kaputt, höchstens eine Stunde. Wir haben ja auch mobile, Automobile mit über 150 PS. Dies merkt man, wenn man in einem Baustellenbereich 80 fährt und hinter einem die 150 PS nicht ganz ausgelebt werden können. So füllt sich auch die Zeit schnell und voller Not, die unnötige Kraft des unterdrückten Deutschen, der sich so unterdrückt fühlt, obwohl er unterdrückt, der nicht weiß, ob er steht, weil seine Gefühle geschliffen werden. Es wird entfernt, anstatt es mit dem Werten aufzureichern, das Gefühl. Es ist der Wert Menschlichkeit, es ist Wert Menschlichkeit zu erfahren und Menschlichkeit weiterzugeben. Es reicht nicht nur eine Richtung. Das Leben ist nicht nur dreidimensional. Es ist auch nach Wert, Tiere zu beobachten, Pflanzen zu achten, Taten zu verstehen, die Zeit mit Atem zu füllen, das Herz zu hören, ohne Angst zu haben. So höret. In Erdgekrümmel bübbelt ich den Saft des Sturmes aufgeblärret, drängt sich das Holz im Tor und Wände, aufgerissen Erdgekrümmel blüht, blutig Hände. Die Freiheit ist die tiefste Sehnsucht meines Seins. Wenn mein Bewusstsein Freiheit verlässt, habe ich durchlebt, was schwer mich hielt. Auf diesem Weg ist dieses Ziel ein Segen, ist Anarchie ein Fühlen, Fühlen ein Auf und Ab und schlecht und gut. Von Wach und Traum und Schlaf, ja, Nacht, du lange Lesenacht, bleib drin im Sein und grab dich ein, verzerre unsere objektive Zeit, kannst dehnen wie gar sehnen sie und singen eine Melodie. Und jetzt habe ich sie mit diesem Wort verdunkelt und verbombt sind Graben meine Hände, sind grabend sich aus Stein und Staub, mein Blut sich drängt mit Grund. Würde sich mein Geist nicht lösen vom vergangenen Wissen, stände er nicht vor einem Anfang, jetzt alles besser zu machen. Wut ist geboren aus Dunkelheit und Unverständnis. Das seelische Wüten in einem Sturm, der zerstört und hinterlässt. Wenn ein kleiner, zarter Rest bleibt, kann daraus eine seelische Behütung werden. Mit der Zeit. Die Reise aus unserer verdämmten Häusern in Landschaften kann immer getan werden. Auch große Hallen werden vor Berge gestellt oder der Himmel wird mit Kabel zugehängt.
Land und Leute werden weggedüst, abgerußt, in Atmosphäre überhoben, überheblich über andere Länder gehoben, aufgesetzt, Strände, Korallenriffe verletzt, Sittenbräuche falsch eingeschätzt, zurückgehetzt und übers Ozon entsetzt, ob das sich dann noch wirklich erholt, das sieht man erst zuletzt. Warum haben wir es schon warm, haben wir es eigentlich schon in dieser Nacht? Lesen, reden, hören, so mitgedacht, denken, sehen, lassen, Bilder, Farben, Formen passen, sehen den Himmel, wie er ist, und die Bäume, Äste, Blätter blühen, sehen Figuren, die sich um Segnungen bemühen, riechen Gras und Holz und Laub und Rinde, Knospen und nicht taub, dringt der Klang der Worte über Grillen, Zirpen, über Tropfen, Rauschen, nach der Stille lauschen, streichelt sich über den Arm, Becher zum Mund, Haar hinters Ohr, kratzt sich am Juckreiz und berührt seinen Hals, der Mensch, beim Lauschen. In der Freiheit, die ich suche, sind wir offen, anderen erscheinen gegenüber. Über, drüber, Angst entfesselt stark und fallend in die Sinnentsinnung gleichert, sichtbar klingt, Bemühungen drehend, über auf und tragenden Fragen vertragen, immer rupft der Hüppel, Seltung, der Gärtung weg im Rundohr. Om, Omega, Ostalam. Ist unsere Welt auch so rund und haben wir die Möglichkeit, von Welt zu Welt zu wandern? Wie viel Erde braucht der Mensch? Die alte Frage, deren Antwort jeder kennt. Gerade so viel, um ihn darin zu begraben. Und was haben wir daraus gelernt? Wieder Fragen zu stellen. Wie der Fratz zu stellen? Ich kann, das ist schön. Nicht muss. Du musst, bestimmt bist du. Verstimmt. Wirst blind für das, was ist schön. Sei beide. Müssen... Und dazu noch dürfen, unbedingt das Ding bedingt so sein. Und ich und du und wir allein in der langen Lesenacht. Jeder hat 10 Minuten Zeit, am Stück zu lesen. Jetzt fehlen mir noch 2 Minuten. Hinter mir sind keine 150, nein, 155 PS. Und ich habe noch nicht die Möglichkeit, mich über Missstände und Fehlverhalten meiner Spezies zu äußern oder ausgeschöpft. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Alles zu schimpfen, als zu schimpfen oder die wunderbare Welt zu loben. Wenn ich es schaffen könnte, einfach das Sein zu öffnen, damit Wellen umkreisen. Aus scheinendem Schein scheinend leuchtende, unmöglich erscheinende Möglichkeiten ermöglichen. Von mir aus auch in sittsam geordneter deutscher Glutbürgerschaft oder zauberhaft verträumter Fantasie, Erdweltermeinung, den meinen Geist mit dir zu teilen, dem Menschen meines Gegenpols. Dann wäre mein Wort für alle Menschen ein Schlüssel, der verstehen ließe, wie stark jeder einzelne von uns auf dieser Welt gewollt wurde, wie er ist.